Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dosiem General. Jo, das Sujet ist noch immer Basis-Algorithmen. Ja, nur dem Max-Pages. Probieren wir dann nur, überhaupt ein Buch rumzufinden, wenn bestimmte Kriterien spricht. Ja, das ist ein normaler Feind. Wir sichern irgendetwas anders erlöscht. Wir machen nur den ganz einfachen. Wir sichern einfach irgendeinen Text am Titel. Ja. An dem Buch will man dann hier. Dann an dieser Löscht einfach selektionieren. Ja. Das ist einfach. Das ist, wir schaffen am Anfang mit den Indexen. Klängen. Knäpschen wir mal. Haben wir schon das gewünscht. Lado. Text, das Find Book. Oder Find Title. Oder Find Word in Book Title. Okay? Ja, das ist wirklich das, was wir wollen. Explizit, ja. Dafür brauchen wir aber dann einen Text, wo wir den angehen. So etwas. So, machen wir den ein bisschen klein. Voilà. Ein bisschen groß. Das ist das für zu suchen, was den Text, den wir wollen. Sicher, voilà. Und dann halt. Ah, den ist fort. Find Text. In Book Title. Voilà. Die Variable nehmen. Das tun wir dann den Find. Und hier den. Ah. Du hast dann den Find Button. Der Find Button. Voilà. Doppelklick. Und darum hier eine Methode zur Verfügung. Das kann ja. Fuhr man nicht mit dem heutigen System. Wir werden wir mit Indexen schaffen. Und par Definition wissen wir, dass der minus 1 heißt, es schon kein Fund. Egal, ob du viel Bücher da sind oder nicht, minus 1 heißt, mir kein Buch und so weiter. Okay. D'accord? Das ist der Prinzip auf der selbsten Index als gleich AL Books. Das ist das ja gelöscht von Library. Ich habe schon einen Schritt zu viel. Library, den Doverlösch, Punkt, Find, Book. Ich meine den einfach so. Bon, hier brauchen wir Parameter, das ist am Punkt den Inhalt. Von der Textbox, ja. Ganz genau, von der Textbox. Punkt, Get Text. Voilà. Wenn ich den Index gut, von den Index strictement. Ups, da sind ein paar Klammern dann hier wend. Index. Strikt mal finden lassen. Ja, aber jetzt haben wir mal mit klein oder gleich. Strikt mal superior oder egal als 0. Das ist mir hin, ein Buch. Und das ist das. Nicht idle. Aber da gehen wir. Ich habe schon mal da eine Selektion. Wo haben wir? Get select index gedoren. Set selected index. D'accord? Das ist eine Selektion vom Buch. Ich gucke mal, wie ich die genannt habe. Der Buch löscht. Das löscht, die visuell löscht. Ja. Nicht verwirrt, man da löscht, wo die Bücher drin sind. Das ist die visuell, die GUI löscht. Da können wir dann eben so einen Set Selected Index. Ja, für das ein paar Türen drin möchten. Dass man den dann selektioniert. Ja. Otherwise. Set Selected, gucken wir mal. Voilà. Index nach dem Index. Das ist der Prinzip. Wir brauchen heute nicht mehr. Okay. Da den wird man noch sollen machen. Vielleicht ist ein Update. Muss man gucken, ob man die brauchen oder nicht. Weil den heute möchte schon viel. Muss man gucken. Hallo, die berühmte Methode. Findbook programmieren. An der Library Class, ja. An der Library Class. Voilà. Die programmieren wir dann ganz. Public. Das Resultat ist ein Int, das ist ein Index. Findbook. Mit einem String. Zum Beispiel Text. Jetzt sind da, die nennen das P-Needle, für zu sagen, on cherche l'aiguille dans la meule de foin. Ich nenne den einfach Text. Schon das mini elegant. Okay. Standard. Int als Index. Oder Res. Was willst du? Res. Zum ja. Beispiel. Wie du sehen, für zu schon erst Fond. Return. Rex ist auch schön, dass du Mop. Oh, Rex. Res. Voilà. Lass mich einfach.
Voilà. Das da wissen wir schon, wenn man erst von tun, entweder welche Buch du hast, oder weil den Titel nicht von Kinas oder so, da gehen wir einfach minus 1, da geht auch nicht selektionieren. Wir wollen, ja, ja. Wir okay. Gut, wenn du weißt, wie es geht, ja. Wenn du weißt, wie es geht. Wie müssen wir dann für ein Buch zu fangen? Ich meine, das ist immer das selbe Prinzip bei der Löschte. Du gehst all durch. Wir gehen alle einfach durch, ganz genau. Aber wenn wir ein Match haben, dann hast du das den Index. Dann hast du das den Index. Das ist, wir fangen am Anfang immer den nächsten mit diesem Algorithmus. Da bleibt der Sturm. Da bleibt der Sturm. Das ist das, was man nicht fand. Das geht mir kompliziert. Geht mir kompliziert. Das können wir heute einen Vorschleif machen. Wenn wir wollen abhalten, wenn wir das Fond tun, machen wir das nicht. Oder machen wir einen Wildschleif. Da muss man einen Wildschleif. Das müssen wir einen Wildschleif machen. Für zu sagen, wenn ich ein Fond tun, ich gebrauche gerne so eine Variable. Das ist, solange ich das Buch nicht Fond tun, dann mache ich es. Dann mache ich es. Das ist, dass ich weiter am Fond. Boolean found als gleich false. Weil am Anfang aus müssen wir nicht fund. Okay? Und dann muss man ein leider das tun machen. Das wir müssen als Schleif einzeln programmieren. Ja. Und sie haben was das tun. Voilà. Wir haben einen Schleif gebaut. Weil not found. Weil not found. Und dann gehen wir rum hin. Book als gleich albooks.geti. Voilà. Okay? Moment, weil not found, das ist true, das tut immer funktionieren, oder? Ja, und da geht er nochmal da hin. Wen muss man dann abhalten? Ja, und found it, oder? Ja, wann noch? Wenn er fertig ist. Wenn er fertig ist. Wenn man Zeit errichtet. Wenn man Zeit errichtet, das darf man auch nicht vergessen. Okay. Solange den i, den Index.size, nicht erreicht wird. Wenn der Size erreicht wird, dann sind wir über die Löschte rüber. Mhm. Okay? Bon, da brauchen wir heute dann eine Kondition für Reste von, wo man den Feind fand oder nicht. Okay? Das ist, wo man fand. Weil, wie machen wir das? Wir wollen ja den Text am Titel, wann den dran ist. Das ist eine Methode, ist das dann book.getTitle, die kennen wir, .contains. Beinhaltet den Text, war ja, found aus gleich true. Ups, found aus gleich true. Mühen der Buch fund. D'accord? Ja, und das fand geht falsch, okay, das ist gut. Mühen der fund. Wenn nicht, da gehen wir weiter. Das ist hier auf dieser Platz i contient, schreibe auf Englisch, contains the book we found. Das ist wichtig. Das die Variable i hat den Index davon. Da kannst du wahrscheinlich einen ganz rutschigen Fehler machen, ja. Ganz genau. Es muss ich nicht heim am Els voran. Es geht auch anders, mit dem Mischzer ein bisschen kompliziert. Voilà. Ich will gerade da kurz mir überlegen, ob es da hier ein End oder ein Oder setzt. Ich meine, das ist ein End. Das ist ein End. Das ist die zwei Konditionen, muss es wohl sein. Das muss mir klein wie Buch sein. Voilà. Das tun geht. Fiktiv, mir schon dadurch nicht so kompliziert. Eine andere Variante, die ein bisschen mehr einfach ist. Wir haben heute gesagt, denn I beinhaltet also Wert. Weil da sprechen wir den an Reise. Das gleiche I. Da brauchst du den Else nicht, der Mensch ein ganz banal Schleif, wie wir sie kennen, das ist für mich einfach. Wenn der Buch von Kinas, da beinhaltet den Rest, den okay. I vom Buch, und da gehen wir weiter, der Fond ist true, und da gehen wir einfach weiter. Egal, dann ist den I für uns nicht, ob ein E-Mail oder die Männer, interessiert uns nicht. Ja. Dann ist einfach ein Return-Reis. Echt froh, muss man kontrollieren. Was geschieht, wenn es ist, null ist, mir kein Buch. Das muss man kontrollieren. Das ist dann als Found. Für ihn wird dann erst Found. Mit der Size, das tun, 0, mit klein oder gleich 0, als falsch. Da geht dann direkt heraus. Möchtest du nie. Und dann möchtest du dann Return minus 8. Klingt gut. Klappt. Was geschieht, wenn ein High ist? Es ist durch ganz löscht. Und mit einem Buch Found. Das ist das tun, als nie ausgefunden. Fortgehen, auch minus 8. Auch minus 8.
Müsste funktionieren. Müsste funktionieren. Fand ich sicherlich nicht an 2 Minuten, weil ich noch nie gemacht habe. Nee. Unmöglich. Das ist das, was ein bisschen schwer ist, effektiv. Aber bon, ja. Rayo kannst du probieren. Und du findest bestimmt die Fälle, wo du drüber lebst. Ja. Ich muss ihn dann mit Erfahrung den Algorithmus aufstellen. Das ist schwer für sich selber aufzustellen. Ja. Wenn ich denke, gesehen wird, muss es klappen. Ein Buch. Da haben wir dann ein Buch. Ein bisschen mehr großen Titel. Not in there. Autor. Feier. 20 Seiten. Voilà. Da können wir gucken, ob das geht. Schon wenn von Text in nicht dran ist. Huge. Find Book geschieht nicht. Da tun wir noch nicht, du tust, kann nicht mehr. Spielt großer Klang eine Rolle? Ah, das muss man nur probieren. Wir haben Book klein geschrieben. Schreiben wir mal klein. Nach selektioniert geht. Cool. Cool. Ja. Und select. Probieren wir nur eine große B. Wir haben eine kleine. Ja. Okay, case-sensitive. Nach case-sensitive. The contains, as with an equals, case-sensitive. Großer Klang spielen eine Rolle. Okay. Das ist das ganze Prinzip von dem Feind. Was man noch können machen, auch erklären, es muss ja nicht unbedingt heute Contains. Denkt davon auf, was dann gab es. Da spielen wir mal den Text. Als ja. Den Text an dem Titel beinhaltet, machen wir das. Wir können auch den Equals wählen. Sind die zwei identisch? Oder sind die zwei Werte identisch? Als wir sich ein Buch mit 100 Seiten. Da kann ich das nur noch programmieren, aber nicht mit dem Titel, aber das kann mit den Seiten zu oder mit dem Preis. Das ist allmählich. Ja. Das ist der Feind. Gut, beim Titel aufreiert sich das dort, weil das viel mehr einfach ist. Ne? Voilà. Aber wenn du dich gerade mit kleiner Groß schreiben kannst, dann ihren. Voilà. Ja. Da kann man sich irren. Dann mit dem Algorithmus, der Care-Algorithmus, ist immer dieselbe, dann ist das da. Wenn in der letzten Sicht von einer löscht, dann fallen wir ja den nächsten. Weil da muss ich von Hand aufhängen. Ja, blöd ist, wenn du den Mavels rausfahren. Wenn in der Weg rausfahren will, dann muss ich mit Löschen funktionieren. Das ist ja. Dann manchmal neu löscht, wo das Resultat da dran. Das ist ein bisschen mehr komplex. Ein Löscht von Indexen in sich. Oder ein Löscht von Bücher. Normal was kannst du auch ein Löscht von Indexen. Wir schaffen aber in dem Fall nicht mit Indexen. Mhm. Wir haben ja definiert, dass hier am Mainframe-Design, wir hatten ja gesagt, wir nehmen einen ähnlichen Index. Okay. Also, jo, du hast das definiert. Ja. Weil das möchte ich mir einfach. Und das ist auch so von der Funktionalität, die wir so gemerkt haben. Hier kann ich nach, wenn ich wirklich will, wenn ich nicht fand, wird ein Message so, nothing found. Ja. Mhm. Auch egal wie viel wert. Also, weil ich kein Buch habe oder weil das Buch nicht da ist, mir das kann ich machen. Ja. Message Label, mein Platz erwischt. Message Label. Punkt Set Text. Und das No Book Found. Ich brauche noch ein bisschen mehr Werk. Direkt probieren, wenn ich etwas ändert. Ich meine noch keinen richtigen Test, ich will nämlich just Headbook und dann hier Find with the Font Find Text, da können wir hier Notebook Font. Okay. Abgepasst, wenn das noch selektioniert ist, theoretisch müssen wir hier und dann den heute deselektionieren. Wenn wir nur kein Font. Mhm. Das, dann muss man hier Book List Punkt Clear Selection. Wir hatten die ja schon gebraucht. Ganz schnell. Ja, wir haben den noch vergessen zuzumachen. Yes. Können wir den noch starten. Das ist dann der letzte Test. Ich meine, wir haben den ganzen Tour gemacht. Wir haben ein super Programm geschrieben. This is a book. Nein, möchte nicht. Oh. Ich habe irgendwo halt geklickt, wenn nicht so. Nein, okay, ja. Das ist kein großer Mac-Expert. Das ist Java. Das ist aber Java. Authors sind dabei. 20, so. Und dann. Was haben wir? Is a book. Oh. Voilà, mit der Font. Los ich mal den 8. Find den Title. Das ist ja jetzt super. Voilà. Mhm. Oh, okay. Ich meine, da einen interessanten Algorithmus für Sachen zu finden. Einmal dieselbe Art und Weise für 40 Minuten. Genau. Dann so mehr Schmerz für den Olaus dran und dann aus bis in nächstes Jahr.